Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Was ist denn das? Das ist ein kommentiertes Spiel. Wir spielen Black Ops, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Und wir sitzen draußen im Garten. Also ich und zwei Beisitzer. Konrad ist gerade gekommen. Und außerdem ist hier Katharina, eine Freundin von uns. Ja. Die wurde, glaube ich, auch schon mal in einem Skyrim LP erwähnt. So, Konrad setzt sich einfach hin und halt's Maul. Wir kommentieren hier gerade, mein Freund. Und hier war gerade eine Host Migration. Nein, war es nicht. Das gibt's gar nicht auf dem PC. So, wir sind... Oh, Konrad, Junge, nervst. Der will gerade einen Bieröffner. So. Und ich habe gerade Jesus getötet, hast du es gesehen? Nicht mit... Konrad ist wieder zu blöd. So. Thema des Commentaries ist der Sommer. Wie ihr wisst, steht der Sommer vor der Tür und es ist schon eine verdammte Hitze, deswegen grillen wir auch heute im Garten. Und wie gesagt, ich habe ja halt ein paar Freunde eingeladen, machen heute eine gemütliche Runde und ja, genau so werden wir das bestimmt auch zur Fußball-WM machen, die ja jetzt auch bald ins Haus steht. Public Viewing bei mir im Garten. So, Katharina, was hast du denn dazu Feines zu sagen? Freust du dich auf den Sommer? Und wie? Das ist doch schön. Oh ja. Und freust du dich auch schon auf die Fußball-EM? Mhm. Und wo findet sie statt? In der Ukraine. Ja, teilweise richtig. Okay. Und wo noch? Keine Ahnung. Konrad, das ist jetzt dein Part. Wo findet die Fußball-EM noch statt? Polen. Polen? Wer hätte das gedacht? Ach ja. So, der Endscore im Spiel ist 75-15. Ist ganz nice geworden. Und hier kriege ich gleich mal einen Teamabschluss. Ja. Sommer. Was ist euer Favorit für die Fußball-EM? Hoffentlich Deutschland, oder bei Konrad ist man da sicher nicht so sicher. Der ist ja auch beim Champions League Finale für Arsenal gewesen, der kleine Arsch. Keine Ahnung von Fußball, ist auch Chelsea. Ach scheiße, das war Chelsea, Verzeihung. Es gibt einfach zu viele, ich bin gerade voll konzentriert. Ich muss das hier anständig auf die Reihe kriegen. Und deswegen habe ich gerade gesagt Arsenal. Tut mir leid, es ist natürlich Chelsea. Auf jeden Fall, wie gesagt, Konrad war für Chelsea, also gegen die Bayern, was einfach so was von unpatriotisch ist. Ich meine, wenn ein deutsches Team schon so weit gekommen ist, sollte man doch wenigstens dafür dann sein. Aber naja, gut, also das kann ja jeder sehen, wie er will, aber ich finde das einfach nur unpatriotisch, sowas. So, Katar, was denkst du, wer ist dein Favorit für den Europameistertitel? Naja, Deutschland. Deutschland, ja, also wird... Schweini sozusagen über seinen verschossenen Elfmeter im Finale hinwegkommen. Ne, der war einfach nur Pech. Guck mal, ich habe Jesus schon wieder getötet. Konrad ist jetzt sehr traurig. So. Schon wieder Jesus getötet. Ich hab's einfach drauf. Entschuldigung, ich muss husten. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Ja, Jesus hat mich jetzt getötet. Genau, Konrad. Ich freue mich total auf die EM auf jeden Fall. Und mein persönlicher Favorit ist ja auch nicht wirklich Deutschland. Also ich meine, Deutschland ist wie immer bestimmt sehr gut, aber der wahre Favorit ist für mich leider immer noch Portugal dieses Jahr. Portugal hat eine super Vorrunden. Wie sagt man das? Vorrunde, Qualifikationsphase hingelegt, wo sie einfach mal übelst geil gespielt haben. Und ja, ich würde sagen, sie werden einfach ganz schön umrennen, die Gegner. Gut. Verkackt oder auf den letzten Meter, wie immer. Also Konrad meint gerade, verkacken sie auf letzten Meter, die Deutschen. Zweiter oder Dritter. Na, also ich weiß nicht, wenn sie
das Halbfinale gut überstehen und da keinen allzu schwierigen Gegner kriegen, würde ich sagen, dann schaffen sie es auch im Finale dann. Aber das ist, in Deutschland ist es, bei den Deutschen ist das immer sehr abhängig von der Moral. Weißt du, die deutschen Spieler sind super stark, was sie, wenn sie spielen, aber wenn die Moral nicht stimmt, dann einfach nur Mist, würde ich sagen. Dann schaffen die es nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe den Huey gekriegt und ein Spawn ist frei. Das heißt, ich kann gleich Spawn trappen. Das ist richtig nice geworden. Da hat auch mal das Team mitgespielt. Also, guck mal, ich habe Jesus schon wieder getötet. Also das Spiel vorher, da waren so viele, wirklich so viele dumme Spieler in meinem Team, dass man gar nicht Spawn trappen konnte. Das hat mich so genervt. Bist du ein Hacker auf dem Heli? Ja, Mann, das ist Black Ops, mein Freund. Da kriegt man, wenn man 9 Abschüsse hat, kann man sich einen Heli holen. Und aus dem kann man dann rausschießen, wenn man Spaß hat damit. Und das habe ich nun hingekriegt. Das hat richtig Spaß gemacht. Naja, klar, Standard. Nee, also ich muss sagen, das macht echt Spaß aus dem Heli dann. Deswegen kommt ja auch dieser hohe Endscore zustande mit 75 zu 15. Obwohl die 15 Tode ja nicht sein müssten. Also am Anfang bin ich echt beschissen oft gestorben. Und auch richtig dumm. So. Ja, wollen wir einfach mal weiter labern. Wir waren bei Sommer und Fußball-EM. Was gibt's denn noch Feines? Sommer, hast du Ahnung, wann das Bad wieder aufmacht? Das Waldbad? Junge, ich fresse gerade. Ja, war klar. Nee, wann? Ende Mai erst. Oh Gott, das dauert. Es ist schon Mai, mein Freund, ja. Ja, Ende Mai, meinte Maria. Ende Mai, das sind ja mindestens noch eine Woche. Ah! Also sind die Ferien dann schon vorbei. Ja. Das ist ziemlich dumm. Weil da kann ich nicht ins Freibad. Also jetzt erstmal nicht. Das ist doof. Weil das ist eine Pullenhitze. Wir haben heute den ganzen Tag über durchschnittlich 30 Grad gehabt jetzt. Im Schatten. Und ich sag mal einfach nur, das ist einfach mal sowas von beschissen. So eine Temperaturen. Das geht einfach mal so einem tierisch auf den Sack. Oder, Katha? Wie siehst du das? Also dir kannst ja nicht auf den Sack gehen, aber... Was wird es bei dir? Ja, Stirn so. Stirn so, ja. Also es geht ja nicht auf den Sack, es geht ja auf die Glocken. Pedo lachen! Lecker schmecker. Nein. So, jetzt hat mein Team wieder was verbockt. Mach mal Display ein bisschen, ich kann nichts sehen. Ach Konrad, Junge, du musst doch hier nicht sehen. Auf jeden Fall, hat mein Team hier wieder was verbockt. Alter, was? Sag mal, laberst du mir nicht immer dazwischen, Alter? Dann kriegst du heute noch eine Schelle von mir. Junge. So, jetzt hat mein Team ja wieder anständig gearbeitet. Wir haben wieder einen Spawn frei. Und können wieder Spawn trappen. Aber ich weiß nicht, ob... Ich glaube, ich krieg gar nichts Anständiges jetzt hier in der Kiste. Oder? Nee, ein Spionageflugzeug. Wir brauchen so einen Scheiß. Ach so, ein Käse. Wayne, Alter. Where? Wer braucht denn sowas? Oder Konrad, brauchst du ein Spionageflugzeug? Nein. Nein. Katha, brauchst du ein Spionageflugzeug? Denk nicht. Okay. Also, Messi, wollen wir eine Kommentarfrage machen? Warte mal, wie lange geht denn das Spiel noch? Es geht noch geht nicht mehr allzu lange. Wollen wir noch eine Kommentarfrage starten? Wie wär's mit irgendwas zum Grillen? Was esst ihr lieber zum Grillen? Würstchen oder Steak? Oder? Katha, möchtest du gleich mal antworten? Steak? Tut mir leid, wir haben heute nur Würstchen. Ja, ich weiß. Ja, Mann, wir haben wirklich nur... Dann geh ich wieder. Ach, Junge, bleibst eh hier, du. Hast doch eh keine Freunde. Außer mich. Ich glaube, kriege ich nochmal einen Huey vor Schluss, aber... Nee, kriege ich nicht mehr. Das wäre der Huey gewesen, der da stand, aber... Tragisch. Aber wir haben es geschafft, wir haben das Commentary durch. Konrad hat nicht allzu viel genervt, das war gut. Ja, der hat nämlich heute ein Dual Commentary mit der Ampel gemacht. Das ist
Sie weiß, wen ich meine. auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird das noch hochgeladen. Das ist Skyrim, oder? Hast du Skyrim gelpet mit ihr? Ja, Mann. Okay, danke fürs Zuschauen. Kommentarfrage bleibt. Was esst ihr lieber zum Grillen? Würstchen oder Steak? Bier. Das isst man aber nicht. Hast du schon mal Bier gegessen? Ich hab's schon mal gemacht, ne? Echt? Ja. Ja, aber das ist ja... Nein, das ist auch ein Bier. Nein. Ach komm, erzähl dir keinen Mist. So, wir sind am Ende des Commentaries. Ich sag nur, wiederschauen, reingehauen. Nein, das ist von... Das, warte mal, das ist von Game One. Also sagen wir einfach mal, tschüss!